Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir sind in der letzten Folge in der Zeit zurückgereist, wir sind in die Vergangenheit gereist und kämpfen jetzt hier gegen Einheiten aus der Zukunft. Gegen die sogenannte Ushi-Partei. Oha. Jetzt können wir aktuelle Informationen über gegnerische Positionen bekommen. Und wir können Spione ausbilden, damit sie in Gebäude des Gegners eindringen und neueste Technologien stehlen. Das sollte unsere Chancen verbessern. Grigor sitzt in einem Bunker tief unter einem Palast in Wolgograd. Ich muss da rein, mit ihm sprechen und ihn zur Vernunft bringen. Unsere Truppen dürfen den Palast nicht zerstören, bevor ich ihn betreten habe. Oh krass. Und hier ist ein Gewitter. Ein Gewittersturm wegen der Zeitreise. Okay, da kommt wieder sein Panzer hier. Okay, ja gut, den kriegt er aber kaputt. Bringen Sie Molotow oder Molly zum Palast, der Grigor als Hauptquartier dient. Um Technologie zu stehlen, bringen Sie einen Spion neben ein gegnerisches Gebäude und wählen dann das Gebäude an. Okay, das heißt, ich würde vorschlagen... Boah. Hubschrauber. Aber diese Technologie, die brauche ich eigentlich gar nicht, weil die ziemlich schwach ist. Schaut euch die an. Das ist nicht gerade stark, diese Technologie, muss ich sagen. Ich glaube, wir machen das hier unten. Oh, überall diese Gewitterstürme. Oh, ist das krass, das viele Gegner hier. Wow. Und ja, Freunde. Wie gesagt, wir machen weiter mit Empire Earth. Warte mal, die Steine, die brauche ich ja nicht mehr, ne? Geht ihr mal bitte dahin noch. Genau, wir machen weiter mit Empire Earth. Und, ja, in der Hoffnung, dass wir bald hier gut bessere Technologie kriegen, beziehungsweise mehr Einheiten. Und da hatte ich aber letztes Mal schon den Fail gehabt, dass ich da... Ja, wie soll ich das sagen? Die Bürger nicht rechtzeitig zur Nahrung geschickt habe. Ein Hubschrauber, ja, viel Glück. Was machst du denn? Bist du des Wahnsinns? Die kann ich aber mal ein bisschen stärker machen, so. Ja, ist okay, kommt. Was? Der hat eine Flak von mir platt gemacht, der Penner. Was soll das denn? Du. Ushi-Partei-Wächter. Ich brauche erstmal, Freunde, ich brauche erstmal mehr Bürger für die Nahrung. Hallo. Oh Gott, die Artillerie. Bäm. Artillerie, wo schießt du denn drauf? Schieß mal da hinten auf den Panzer. Los. Bäm. Da seht ihr mal, wie die alte Artillerie eigentlich doch... Oh, scheiße. Doch noch ganz guten Schaden macht eigentlich, ne? Oh Gott, der macht uns hier aber ein bisschen platt, muss ich sagen. So, muss ich ehrlich sagen. So. 8 Stück. War das ein Priester? Der kommt mit Priestern an. Oh, Skywatcher. Ja, das ist natürlich kacke, wenn er jetzt mit Skywatchern ankommt. Panzer kommt mal nach vorne. Bevor er mir alles hier runterholt, so. Sehr gut. Alles klar. Da will er mit dem Einheiten-Hubschrauber rankommen. Oh Mann. So, okay. Dann Hubschrauber. Die Flaks macht... Ihr macht das kaputt, ja? Jetzt hört doch mal auf, meine ganzen Flaks kaputt zu machen. Blöd, Männer, echt. So, ich muss erstmal die Nahrung hier ein bisschen auf Vordermann bringen. So. Na, jetzt ist er natürlich da oben durchgekommen, ne? Shit. Okay, weg damit. Sehr gut. So, bang. So, wunderbar hier. Zum Glück habe ich die Panzer schon gebaut, ey. Aber diese M1-Panzer, die sind echt gar nicht mal schlecht, ne? Muss ich sagen. Also... Die sind gar nicht mal schlecht, die Panzer. Halten viel aus, machen viel Schaden. Ja, läuft. Läuft, würde ich sagen.
So, haben wir jetzt alle hier? Jetzt haben wir alle Bürger da. Okay, das heißt, ich kann weitere Panzer gleich bauen. Hallo. Schieß doch auf den nicht. Schieß auf den hier, so. Alles klar. Wow, Einheiten-Hubschrauber. Okay, perfekt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Wie wir uns jetzt hier gegen die Armeen der Zukunft verteidigen. Was ist das denn? Schwerer Mörser. Ukraine! Ukraine? Sind sie noch nicht übergelaufen? Okay. Na, die Wächter, die halten halt einiges aus, ne? So, aber... Das heißt, wir können auch hier wieder... Nein, Quatsch. Ich brauche nur drei Stück für hier, um mir die neuen Gebäude aufzubauen. Und dann bauen wir uns richtig auf, Freunde. Ach du Scheiße. Habt ihr, seht ihr das? Da kommt er wieder mit seinen Zukunftspanzern an. Aber schaut mal, wie viel Damage unsere normalen Panzer machen. Das ist schon echt ordentlich gegen die Laserpanzer, ja. Oh, was ist denn hier mit der? Du sollst da reingehen. Du sollst da reingehen. Ihr sollt alle hier reingehen. So, du, ihr könnt mal bitte ein Krankenhaus aufbauen. Hier vorne. Um mal unsere Einheiten zu heilen. Genau. Ein Priester, mach den kaputt. So, sehr schön. Ach du Heilige. So, die Türme, die brauchen dann ein bisschen mehr Reichweite. So, ich habe hier Artillerie, Junge. Nix da, Kollege. Will der uns hier einfach... Oh. Geil. So, will der uns hier einfach überraschen, der Grigor der Zweite, der Verrückte, ey. Mann, der Verrückte. So. Alles klar, aber das haben wir auch noch repariert. So, wunderbar. Einheiten, ihr könnt euch heilen, das ist sehr gut. Dann macht das mal bitte. Und die Bürger? In einer ruhigen Minute werde ich die mal wieder den Turm hier aufbauen lassen. Und zwar genau jetzt, okay. Wunderbar. Beschützt die aber. Oh, ihr geht mir langsam echt auf die Nerven, ey. Molly, du bist ein Freund, das muss nicht sein. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Was rennt ihr denn jetzt einfach hier rein? Die Panzer, ey, echt. Ah, die haben es auf eine Artillerie. What? Auf meine Artillerie abgesehen. Nein. Oh, hat der einen Panzer hier hinter abgesetzt. Das gibt's doch nicht. Hauptsache ein Panzer im Hubschrauber. Was zur Hölle? Ah, gut. Dann stand hier noch eine Flak und da noch ein Turm. Ja, doch. Ach, du Heilige. Das ist ganz schön anstrengend auf Dauer, muss ich ja sagen. Also, auf Dauer ist das echt krass. So, Computertomographie, mach das mal. Molly, du sollst hier in der Basis bleiben, Mensch. So, alles klar. Die bauen schön weiter Verteidigung auf und... Ach du Heilige. Ich brauche mehr Verteidigungstürme hier. Definitiv. Ja, der will ausgerechnet wieder auf meine Bürger, ne? Ganz klar. Ganz klar, Freunde, ist klar. Ja, ihr habt keine Chance hier. So. Bams. Alles klar. Das heißt, ihr könnt bitte nach vorne kommen. Und das Ding mal bitte reparieren. Bam. Artillerie. So. Alles klar. Ich glaube, dann können wir uns mal so langsam mal wieder... Wer schießt hier? Wer schießt hier wieder? Bam. So. Dann können wir uns nämlich auch wieder neue Panzer holen. So, da gibt die, genau die guten M1-Panzer. Sehr schön. Und Manneken. Was sollen wir an Manneken bauen? Marinesoldaten. Maschinengewehre. Ah, gut, okay, wieder keine Nahrung mehr. Oh, okay.
Was zur... Ah, wir brauchen Holz. Verdammt. Wo kriegen wir denn jetzt das Holz her? Hier drin ist kein Holz. Doch, da. Da ist Holz. Okay, wunderbar. Dann baut mal bitte Holz ab. So, was ist denn hier jetzt schon wieder? Schon wieder ein Panzer hier. So, wegmachen. Zack. Noch ein Panzer. Ja, mach mir nur die Flachs kaputt. Ist in Ordnung. oh Mann. Da kommt wieder ein Hubschrauber. Versucht es zumindest. Na bam. Und weg damit. Uiuiui. Kommt da wieder mit einem Einheiten-Hubschrauber. Kaputt machen. Los. Sehr gut. Ach du Heilige, da muss ich jetzt aber mich aber mal drum kümmern hier. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Also, so, kaputt machen. Kaputt machen. So, wunderbar. Hier, bam. Und platt machen. Ja, genau. Oh, noch mehr. Sagt mal, was ist denn hier los? Wie viel Panzer wollt ihr noch in den Tod schicken, ey? Das kann's ja wohl nicht sein. So. Währenddessen bauen wir einfach weiter unsere Armeen hier auf. So, das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder schön frisches Holz rein. Puh, ey. Oh Mann, Freunde, oh Mann, ich sag's euch. Das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Ja, gut. Die kriegt ihr aber kaputt, ne? Ja, kommt mal her, Panzer. Ich brauche euch hier. So. Genau, ihr zieht schön viel ab. Wunderbar. Oh, Skywatcher. Oh, kaputt machen, kaputt machen. Kaputt machen, Skywatcher, kaputt machen. Kaputt machen. Gott sei Dank. Skywatcher sind übel, Freunde. Oh, 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 schau es an. Wunderbar hier. Guckt euch das an. Wir haben voll die Chance eigentlich gegen die Zukunftspanzer. Das ist eigentlich voll okay. Alles klar. Ah ne, das kriegen die auch so schon hin hier. Oh, wir haben auch gleich wieder Bevölkerungslimit voll. Gut. Ach du heilige Scheiße. Skywatcher, hau bloß ab. Hau bloß ab dann. Okay. Alles klar. Ach du Penner, echt. Hat er mir wieder einen Turm weggenommen hier. So. Und natürlich wieder auf meine Bürger. Ganz klar. So. Direkt wieder aufbauen. Dann brauche ich eigentlich auch mal wieder... Hehe, wir haben Bevölkerungslimit. Das war wieder so ein blöder Priester. Na gut, okay. Na gut, okay. Ukraine, okay. Die Ukraine ist neutral tatsächlich. Wir werden angegriffen. So, so, zack hier. Mach das mal weg. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal angreifen. Das reicht mir jetzt hier. Wirklich. So, Ukraine, also. Uschi-Partei, ja. Ukraine ist neutral. Hört ihr jetzt mal auf? So. Mann, 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 okay. So. Team 1 sind jetzt nur die Panzer, sehr gut. Oder auch nicht, oder was? Keine Ahnung. Ja doch, Team 1 sind nur Panzer. Wunderbar hier, so, zack. So, und wie mache ich das jetzt mit der Ukraine, Freunde, wie mache ich das jetzt mit der Ukraine? Ja, Freunde, ich nehme das an einem Sonntagabend auf, tatsächlich, 9:30 Uhr. Und, bringen Sie einen Spion neben ein gewünschtes gegnerisches Gebäude. Das brauche ich gar nicht, eigentlich. So, Ukraine, schicken Sie zum Kapitol in Donetsk, um mit der Ukraine ein Bündnis einzugehen. Okay, Donetsk ist ja unten links, ne? Das ist ja hier, genau. Gut, Molly, kommst du mit? Wo bist du? Da bist du, Molly. Okay, perfekt. Dann komm mal mit bitte nach Donetsk. So. Was ist jetzt da schon wieder los? Hallo.
Hubschrauber. Ja, kriegt das schon hin hier. So. Die bauen weiter Türme auf. Sehr gut. Und genau, dann geht ihr bitte Stein abbauen. Was zur... So, wie kommen wir denn jetzt hier in die Ukraine rein? Da! Da, oder was? So. Donetsk. Ja gut, aber das ist... Der hat Atombomber, oh mein Gott. Ja, wie krieg... Molly, kommst du hier rein? Molly kommt hier rein. Okay, sehr gut. Da ist das Kapitol von Donetsk. Alles klar, Molly. Dann. Die Regierung der Ukraine ist Ihnen dankbar. Wir hatten an eine Allianz mit Stojanovic gedacht. Es schien ratsam, sich mit seinem anvisierten Neurussland gutzustellen. Aber seit er sein Volk mit ungeheuerlichen Waffen unterdrückt, misstrauen wir seinen Motiven. Da sie uns andere Möglichkeiten eröffnet haben, werden wir militärische und wirtschaftliche Unterstützung gewähren. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, Ukraine, aber was denn für... Ach du Heilige. Was denn für Unterstützung? Ach du Scheiße. Ach du Kacke, ach du Kacke. Da ist ein Panzer und der macht mir jetzt hier alles kaputt. Oder was? Nee, gut. Die können sich selber verteidigen. Sehr schön. Wir sind grün, ne? Seht ihr das? Wir haben eine grüne Farbe. Ja gut, gegen die Atombombe haben wir natürlich keinen. Ja, das ist natürlich blöd dann. So, dann, einfach mal hier hin. Molly. Ja, was denn für eine Unterstützung, Molly? Also Ukraine. Was? Ukraine. Ach du Heilige. Ukraine, was denn für Unterstützung? Was gibt ihr uns denn für Unterstützung? Ah! Die haben uns zumindest Ressourcen gegeben. Ja, das ist natürlich... So, Priester plattschießen, los. So, wunderbar hier. Ich glaube... Aber jetzt, wenn der jetzt echt Atombomber hat, das ist dann schon ein bisschen kacke, muss ich sagen. Weil dann kommen wir ja gar nicht hier rein. Schießen die das neue Kapitol in Voronezh. Und bringen sie Molotow oder Molly zu Grigors Hauptquartier. Okay, das heißt, wir können jetzt ein bisschen vorankommen hier. Uiuiui. So, Skywatcher, weg damit. Sehr schön. Die sind unsere Frontverteidigung, die Leute. Und du? Warum arbeitet ihr alle nicht? Ist da wieder einer reingekommen? Scheint so. Scheint so, als ob da wieder einer reingekommen ist. Das gibt's ja wohl nicht. Na gut. Ist halt die vorletzte Mission. Die muss halt schwer sein. Ach du Scheiße. Die muss halt schwer sein, ne? So, dann versuchen wir mal. Direkt hier in die Mitte reinzukommen. So, Wems hier. So viel Schaden machen die gar nicht. So, schaut euch das an. So viel Schaden machen die Lasertürme gar nicht. Die Lasertürme. So, bam. Weg mit dem Panzer. Da. Uiuiuiuiuiui. Ja, ich könnte eigentlich nochmal Spione benutzen. Da ist Grigor der Zweite. Da rennt er rum da drin, ey. Oh mein Gott, okay, okay, der hat Artillerien da, das ist uncool. Die Artillerien sind uncool, Freunde. Raus hier, los, raus hier. Oh Gott. Die Artillerien sind echt heftig. Artillerie in diesem Spiel, ne, ist echt krass. Aber gut, welche Spione, wo kann man denn die Spione hinschicken? Ich meine, ich hätte trotzdem, ich weiß nicht, ob ich das wirklich nutzen soll. Jetzt so irgendwie... Ich bin mir echt unsicher. So, dann baut man hier vorne mal an der Front mal ein paar Türmchen auf. So. Alles klar. Oh. Und der Bürger? Die Frau? Wir werden angegriffen. Ja, genau. Der Hubschrauber. Versucht sich an einem Marinesoldaten. Ja, okay. Dann baust du mal schön eine Flak auf, Bürger. So, ja, da muss ich mir jetzt echt eine Taktik überlegen, wie ich an Cyborgs rankomme.
Weil Cyborgs bräuchte ich schon, muss ich sagen. So, wir haben jetzt ein... Ah, ach, schaut mal. Die Ukraine hat 500 Steine als Tribut geliefert. Ja, das ist natürlich geil. Was macht er denn jetzt schon wieder hier? So, mach mal bitte Jägerbomber. So. So, hier. Mann. So, die Bürgerin, die zimmert schön weiter hier unsere Flak. Sehr gut. Ems. Und, genau. So kann es weitergehen. Um Gottes Willen! Ein Atombomber! Das tut weh. Scheiße. Das tut weh. Aua. Ah, okay. Das tut... Ah, er hat aber nicht viel kaputt gemacht. Das ist doch... Das ist zum Glück. Er hat nicht viel kaputt gemacht. Ja, Atombomber sind natürlich Kacke, muss ich sagen. Aber... Wozu soll man denn dann hier unten eigentlich noch diese Basen platt machen? Die brauchen wir doch dann gar nicht. So, ich brauche aber auf jeden Fall mal... Ach, er hat hier das kaputt gemacht, ne? Lustig. Wir werden angegriffen. Shit. Ah, da oben haben wir aber noch was. So, okay, perfekt, passt. Dann brauche ich mal Haubitzen. Da wir ja keine Paladin-Kanonen haben, brauche ich Haubitzen. Oh. Ein Hubschrauber, wisst ihr? Ein Hubschrauber hier. Mein Gott, der hindert mich wieder am Arbeiten hier. Der Penner hindert mich, hindert meine Bürger wieder am Arbeiten. Mann, so Haubitzen. Verdammt nochmal. So, jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's ab. Brauchen mehr Holz. Was ist hier los? Brauchen mehr Holz. Und ja, vorletzte Mission von Empire Earth, dem Standard-Pack. Das ist interessant, ne? Dass das jetzt so schwierig noch wird. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Oh, jetzt hat er mir ja noch einen Turm kaputt gemacht. Hör mal auf mit deinem Priester-Scheiß. Echt. So. Ach du Heilige! Wie ihr kommt hier rein? Nee, nix da. Bau mal schön die Mauer wieder auf hier. So. Mach mal schön das Loch zu. Alles klar. Puh. Okay. Alles klar. Weitere Türme. Ich brauche mehr Türme. Und mehr Flachs dann. Ja. Molly Ryan, die ist auch cool, ey. Schließt sie sich einfach den Russen an. Ich find's gut. Oh, da oben? Ist da oben noch ein Platz? Da gibt's noch einen Platz für dich. Okay, sehr gut. So, meine Hobbitzenarmee hier. Und Bams. So. Würde ich sagen, können wir es gleich nochmal versuchen. In der Hoffnung... Ah, obwohl... Ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder fast voll. Oh. Ein Pegasus-Transporter. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, dann... Ach, verdammt nochmal. So. Ja, mach mir nur alle... Oh. Meine schönen Haubitzen. Mach mir nur alle platt hier, ey. Ehrlich. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Mach diesen Hubschrauber da kaputt. Hauptsache, er setzt Panzer in Hubschrauber ab. Mann. So. Und der Priester unbedingt weg, genau. Alter Falter, ey. Das ist ja schon übel. Lass doch mal meine Haubitzen in Ruhe. Oh, langsam nervst du. Langsam nervt er aber echt. So. Alter Falter. So, haben wir es jetzt bald mal. Natürlich hat er den kaputt geschossen. Ne? Ist klar. Natürlich hat er den kaputt geschossen. Mann. Gut, Freunde. Wie es dann hier mit dem Angriff weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge.
Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.